So, es kommt dieses Buch an und es kommen die Klebedinge an, eine Tasche, wo alles reinkommt und Stifte. Das Ganze ist rein auf Englisch, daher eigentlich nicht für Kleinkinder geeignet, weil einige Zusammenordnungen man muss lesen können. Und da es auf Englisch beschriftet ist, muss man Englisch lesen können. Hier, also hier habe ich schon vorbereitet, ich habe die Klettteile verteilt. Kann man noch gucken, rote Farbe, kommt das Rote drauf, Orange, Orange. Okay, für Kleinkinder noch machbar. Hier ist dann was zum Schreiben. Hier fängt es aber schon an. Klar, man könnte gucken, grün, grün, Frühling. Aber eben, es geht eigentlich darum, die englischen Sachen lesen zu können. Die ganzen Teile sind aus Pappe, also die Knicken sind jetzt nicht sehr stabil. Da hätte man vielleicht irgendwie laminieren müssen, das Ganze. Hier kann man auch mit kleinen Kindern üben und sagen, schau mal, was ist das? Wo ist das Passende dazu? Das wäre vielleicht noch was. Ja, hier suchen sie die Sonne, die passende Sonne dahin. Okay, meiner Dreijährigen wäre das zu langweilig, aber lesen geht halt nicht. Da sind noch Sachen zum Ausmalen immer, manchmal ist nichts da. Hier auch wieder Big and Small, groß und klein. Große Bälle, ja, muss man lesen können. Oder eben schwarz, kommt schwarz hin, orange, orange, das sind alles die großen Bälle. Und die kleinen. Oder man ignoriert es, was da steht und packt einfach die großen Bälle dahin, die kleinen dahin. Das muss man schauen individuell. Hier das Gleiche, die Früchte. Ja. Nett gemeint, aber so richtig eben. Es ist alles das Gleiche. Man soll das Wort lesen und hier steht es auch. Dann hätte man es vielleicht hier weglassen müssen. Also kann man die Worte vergleichen. So braucht man eigentlich auch nicht... es ergibt insgesamt ein wenig Sinn. Wenn auf einem das Wort steht und auf dem anderen nur das Bild, ist es vielleicht irgendwie noch sinnvoller, aber so, ja, also ist vielleicht ganz nett. Hier, die Sachen müssen dann noch gemacht werden. Aber es, hier muss man auch Englisch lesen können, um dann das Richtige drauf zu machen. Also, auch, sagen wir mal, wenn das Kind, englisches Kind, das lesen kann, oder in der dritten Klasse die Kinder es lesen können, es wird dann schnell langweilig. Gerade eben für ältere Kinder ist das nichts. Ist eigentlich was für Kleinkinder, aber Kleinkinder können kein Englisch und somit, oder können auch nicht lesen. Auch wenn wir jetzt hier in Amerika wären, ja. Hätte man irgendwie noch anders Ostereier dahin machen müssen oder hier nur Ostereier und hier nur den Osterhasen. Was passt zusammen? Aber so ergibt es nicht einen Sinn. Und Kinder, die lesen können, für die ist das wieder zu einfach. Also leider nicht ganz durchdacht das Ganze. Dann hätte man das irgendwie anders handhaben müssen. So ist es leider nicht ganz logisch durchgeführt.